Heute selektieren wir Text mit JavaScript. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um JavaScript bzw. wie wir Text mit JavaScript selektieren bzw. wie wir es einfach so auswählen, weil man mit der Maus einfach so einen Text markiert im Prinzip und mit JavaScript dann etwas mit diesem markierten Text machen. Beispielsweise, wir werden in diesem Video einfach nur die Hintergrundfarbe ändern. Allerdings könnt ihr später beispielsweise das auch verwenden, um es als Zitat in den Kommentaren nutzbar zu machen oder ähnliches. Es bietet wirklich viele Möglichkeiten und man kann das auch, beispielsweise habe ich das letztens gesehen, dass man was markieren kann in einem Blogbeitrag und das Ganze twittert. Also direkt als Twitter-Möglichkeit angibt oder so etwas. Und es ist wirklich praktisch, es ist leicht nachzumachen und deswegen legen wir direkt los. Aber vorher noch unten in der Videobeschreibung, ganz oben, findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr einfach draufklicken, wenn ihr Fragen, Probleme oder so etwas zu diesem Video oder zu anderen Videos oder zu eurem Projekt habt oder andere Fragen beantworten. Was heißt, schaut einfach mal vorbei, joint der Community und naja, das war genug geredet. Los geht's, viel Spaß. So und los geht's mit dem heutigen Video. Heute wollen wir, wie gesagt, etwas selektieren. Und hier seht ihr schon einen kleinen Text an der Seite und wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, selektiert sich das und das ist nichts Besonderes, das kann jeder von euch auch. Aber wenn ich das Ganze jetzt loslasse und hier hinklicke, dann seht ihr, es ist immer noch selektiert, obwohl ich mit der Maus ganz woanders bin. Was heißt, ich kann hier drin einfach ganz viele kleine Selektionen machen. Das funktioniert auch eigentlich sehr gut und ich kann damit später eine ganze Menge machen. Allerdings zwei Sachen. Einmal, ich kann beispielsweise, es ist jetzt in keinem Fall ein Editor oder ein Texteditor oder sowas. Dafür ist diese Technik absolut der falsche Anwendungsbereich, sondern es geht später darum, dass wenn ich beispielsweise solche Anwendungsfälle habe wie, ich möchte zum Beispiel diesen Satz hier markieren und wenn ich loslasse, soll der nicht markiert werden in dem Sinne, sondern er soll später einfach so eine kleine Toolbox beispielsweise bekommen, da wo meine Maus ist, damit ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt beispielsweise das Ganze in den Kommentaren als Zitat benutzen oder ich möchte das Ganze twittern. Dafür ist es der richtige Anwendungsfall, wenn ihr etwas schreiben wollt mit ich möchte jetzt dem User ermöglichen, alles hier zu markieren und irgendwelche Div-Container zu erschaffen, dafür ist es definitiv falsch und es ist auch nicht das, die Situation im Prinzip das Ziel dieses Skriptes. Aber wie genau mache ich das hier jetzt? Also wie kann ich innerhalb von Texten Sachen markieren und die farblich verändern? Grundsätzlich haben wir als erstes in unserem Skript eine Index.html mit einfach nur einer Style.css, einem Artikel mit der ID MainContent, eine H2, einem P-Tag mit jede Menge Text und hier unten unser JavaScript. In unserer Style.css haben wir aktuell nicht viel, genauso wenig haben wir in unserer Function und daher sieht unseres aktuell auch noch so aus. Nicht wirklich schön, aber das ändern wir jetzt als erstes. Und zwar als erstes wollen wir einfach mal sagen, okay, unser Artikel soll jetzt ein bisschen netter aussehen, deswegen sagen wir jetzt, Max bis 70%, dann sagen wir Margin 100, nee, 10 Rem, Auto, 10 Rem, Auto. Das Ganze zentriert unseren Abschnitt und wer sich fragt, was Rem ist eine relative Maßeinheit, die auf dem Body Font Size basiert, was heißt 10 Rem sind in diesem Fall, weil die Font Size im Body 10 Pixel ist, 100 Pixel. Was heißt zum Beispiel 10.2 wären 102 Pixel und so weiter. Das Ganze können wir jetzt noch ein bisschen tiefer gestalten, indem wir sagen Font Size 2 Rem, also 20 Pixel und Line High 1.7 EM, nicht Rem, sondern wir Font Line immer mit EM stylen, egal welche Maße ein Handy benutzt, weil dann ist es ja abhängig davon, wie groß die Schriftgröße ist. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und aktualisiere, sieht das Ganze schon deutlich angenehmer aus. Wir können jetzt noch Text Align Justify machen, damit das Ganze noch ein bisschen geradliniger aussieht. So finde ich es gut, so lassen wir das. Aber was genau machen wir jetzt? Und zwar als erstes verändern wir mal unsere Selektion. Und zwar sagen wir Selection, Highlight. Was heißt, wir haben jetzt einmal unsere normale Standard-Selection, also wenn ich so etwas markiere, soll rot werden und später unser Highlight soll ebenfalls rot werden. Und deswegen sagen wir jetzt Background Color Red und Color White. Das Ganze speichern wir ab, aktualisieren. Wenn ich es markiere, seht ihr schon, der Text wird rot markiert und nicht mehr blau. Aber es passiert halt sonst noch nichts. Und das Ganze passiert jetzt in JavaScript. Und wie gesagt, das Ganze ist ein sehr kurzes, sehr einfaches Skript und liefert im Prinzip nur das Basiswissen zu dem, was in zukünftigen Videos eventuell noch kommt, wenn ihr das Ganze sehen möchtet. Deswegen hinterlasst auf jeden Fall einen Kommentar unten im Video. Und als erstes sagen wir jetzt, okay, wann soll etwas passieren? In unserem Fall, wenn ein Element, natürlich muss man das auch richtig schreiben, geklickt wird. In unserem Fall sagen wir Document
getElementById. Und unsere ID ist im Prinzip hier von unserem Artikel, unser Main Content im Prinzip. Das könnt ihr natürlich bei euch nennen, wie ihr möchtet. In diesem Bereich suchen wir aber, oder diesem Element mehr oder weniger, soll etwas passieren. Und zwar soll etwas ganz Einfaches passieren, so sagen wir Element at EventListener. Und zwar sagen wir, dass bei einem MouseUp-Event etwas passieren soll. Komma, Function, Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt haben wir eine Funktion. Hier, das überprüfen wir jetzt einfach mit einem Console-Log und sagen hier Test. Speichern das Ganze ab, aktualisieren. Hier fehlt ein Semikolon. Und wenn ich jetzt praktisch hier die Konsole aufrufe, sehen wir aktuell nichts. Ich aktualisiere und wenn ich klicke, passiert erstmal nichts. Wenn ich meine Maus bewege, passiert ebenfalls nichts. Wenn ich sie allerdings loslasse, wird unser Event getriggert. Was heißt, es funktioniert. Nämlich das, was wir genau tun wollen, wenn wir loslassen, soll es markiert werden, weil solange wir es nicht losgelassen haben, sind wir ja noch dabei, das Ganze zu markieren. So, aber wie schaffen wir jetzt, dass wir im Prinzip so eine Selektion bekommen? Wenn wir hier reinklicken und uns das Ganze ansehen, dann sehen wir, ich habe hier einen Span erzeugt. Einen Span mit der Klasse Highlight. Und diesen Span müssen wir jetzt als erstes erschaffen. Das heißt, wir sagen Variable Span gleich document.createElement. Und hier drin sagen wir, okay, ich möchte einen Span erschaffen. Und dieses Objekt, was wir erschaffen haben, nämlich unseren Span, fügen wir jetzt im Prinzip noch eine Klasse hinzu. Class Name, Name gleich Highlight. So. So haben wir jetzt unsere Klasse im Prinzip erschaffen. Und das nächste, was wir machen, ist einfach, wir sagen if. Wenn etwas Bestimmtes passiert, in unserem Fall window.getSelection. Sobald wir im Prinzip etwas markiert haben, soll etwas weiter passieren. Und das ist das, was wir jetzt machen. Und zwar als erstes sollen wir unsere Selektion einfach mal abspeichern. Und dazu nehmen wir im Prinzip genau das hier. WindowSelection als Funktion jedoch und markieren das Ganze so. Wenn ich das Ganze jetzt einfach mit console.log mal ausgebe, dann seht ihr, dass ja, im Prinzip das, was wir bekommen, und da speichere ich das Ganze jetzt ab, aktualisiere das Ganze mal, gehe in die Konsole, markiere das und wir haben hier eine Selektion bekommen, in der wir ein Rage-Element haben im Prinzip mit insgesamt 148 Zeichen und Focus Offset ist 887. Im Prinzip ist aber nur das hier für uns relevant, beziehungsweise auch nicht sonderlich, weil wir im Prinzip nur mit diesem gesamten Element arbeiten und es in sich nicht mehr manipulieren. Ihr könntet aber beispielsweise noch das Skript erweitern, um zum Beispiel zu gucken, ob so etwas hier vorhanden ist. Das heißt, dass zum Beispiel immer ganze Wörter selektiert werden, was beispielsweise bei einer Zitatfunktion oder so ein ganz nettes Feature wäre. Würde allerdings das Video jetzt komplett den Rahmen sprengen und wir würden weit über eine Stunde wahrscheinlich brauchen, um so etwas zu implementieren. Das nächste, was wir machen, ist, wir implementieren jetzt ein Rage-Element, also ein Range-Element, nicht Rage, und sagen hier unser Select.getRange at 0. Was heißt, wir wollen ganz am Anfang beginnen und clonen uns das Ganze. Weil wir müssen das Ganze clonen, um damit später arbeiten zu können im Prinzip. Wenn ich das Ganze richtig selbst verstanden habe, ich hoffe es zumindest, und sage jetzt SurroundContents.span. Was heißt, wir nehmen unser Element, unsere Selektion mehr oder weniger, was wir selektiert haben, und umfassen es mit unserem neuen Element. Dieses Tag allerdings ist ein Working Draft. Was heißt, die Browser-Komplementierung ist nicht sonderlich hoch. Das heißt, wenn ihr darauf etwas baut, was überall funktionieren möchte, dann solltet ihr davon vielleicht Abstand nehmen und euch einen anderen Weg suchen. Allerdings wird es in Zukunft wahrscheinlich eine immer bessere Unterstützung bekommen. Das nächste, was wir machen, ist, wir nehmen unser Select und heben als erstes unsere Selektion auf. Und da sagen wir Remove All Ranges. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und wenn wir das Ganze aktualisieren und ich loslasse, passiert erstmal nicht sonderlich viel. Im Prinzip machen wir nur removen wir das im Prinzip, was wir gemacht haben. Und das nächste, was wir machen, ist Select.add Range und hier fügen wir im Prinzip unseren neuen hinzu, unseren neuen Datentyp und das Ganze aktualisiere ich jetzt, markiere etwas, lasse los und ihr seht schon, es wurde so ein bisschen dunkler, wenn ich jetzt hier irgendwo hinklicke, haben wir das Ganze markiert und wir können mit diesem Text arbeiten. Natürlich können wir auch ganz andere Sachen machen, wir können im Prinzip
uns den Text ausgeben lassen als Alert-Befehl oder so etwas. Allerdings ist es wie gesagt nicht dafür gedacht, damit einen Texteditor zu bauen. Dafür ist das hier definitiv die falsche Vorgehensweise, dafür gibt es deutlich bessere Techniken, sondern es geht hier wirklich darum, mit ein bisschen Text diese Selektion im Prinzip abzugreifen und damit andere Handlungen durchzuführen, beispielsweise eine Zitatfunktion, eine Twitter-Funktion oder so etwas wie das Melden von Fehlern an den Admin, von Rechtschreibfehlern beispielsweise, kann man ja sagen, dass man beispielsweise sagt, okay, ich markiere jetzt diesen Satz, wenn ich loslasse, kriege ich hier so ein kleines, so ein Icon und kann sagen, ich möchte das melden und man drückt hier drauf und im Backend beispielsweise gibt es eine Tabelle, wo die ID des Beitrags und der markierte Text hinterlegt wird, damit der Admin oder der Redakteur den Rechtschreibfehler oder den Sinnfehler oder Satzbaufehler beheben kann. So eine Funktion wäre zum Beispiel sehr, sehr praktisch für WordPress. Auf jeden Fall, das war das Video. Wenn ihr mehr sehen wollt zu diesem Thema, beispielsweise eine Twitter- oder eine Zitierfunktion, schreibt das mal unten in die Videokommentare. Gerne würde ich so ein Video machen, wenn das Interesse da ist. Ansonsten finde ich es aber eine sehr praktische Möglichkeit, mit Text zu interagieren oder einfach mit neuen Möglichkeiten zu interagieren, die man vorher vielleicht noch gar nicht so kannte. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder so etwas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Twitter, Facebook, Discord, Instagram. Ihr könnt halt einfach mal vorbeischauen, auf dem Laufenden bleiben. Wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Affiliate-Links, wo ihr einfach was kaufen könnt auf Amazon, um diesen Channel etwas zu supporten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin viel Spaß beim Nachmachen und bis dann!